Hallo zusammen, ich habe hier einen alten VW-Bus. Wir schauen uns das Tal jetzt aus der Nähe an. Der Ausbau ist original von Westfalia. Klar, VW mit Heckmotor. Und hier ist dieses Küchenmöbel von Westfalia eingebaut. Und original ist hier der Kühlschrank drin. Ja, original ist dieser Kühlschrank drin. Oben mit Gas 12220 Volt von Electrolux. Hier ein bisschen aufgeschraubt. Hier hinten mit dem Kamin. Unten ist ein Zusatzlüfter drin, der wurde wahrscheinlich mal nachträglich eingebaut, dass die Leistung gesteigert wird. Nur die Leistung beim Absorberkühlschrank lässt natürlich zu wünschen übrig. Neben dieser Kühlschrank ist hier drin, hinter dieser Türe. Der Kühlschrank ist draußen und jetzt ist hier ein Wemo 46 ohne Eisfach, also nur reiner Kühlschrank. Hier ist ein Schleppscharnier montiert, man sieht es vielleicht schlecht. Das ist eigentlich ein Sortiment aus der Hotelleriebranche. So können wir den Kühlschrank zumachen. Original sieht das aus. Und wir können hier den Kühlschrank aufmachen. Er geht nicht ganz auf, aber zum Bedienen neuer Kompressorkühlschrank. Wemo 46F. Wir schauen hier das Tippenschild an. Wemo 46F. Das ist ein Kühlschrank mit externem Aggregat. Und hier in diesem Tablar ist das externe Kühlaggregat und hier ist zusätzlich ein 230 Volt verbaut. Also das ist die Steuerung 101N0500. Bei uns gibt es dann das als Option. So habe ich eine Vorrangschaltung, sobald außen über die Außensteckdose eingespiesen wird, läuft der Kühlschrank über 220 Volt, 230 Volt. Und wenn der Nachbar den Stecker auszieht, läuft das Kühlaggregat weiter auf 12 Volt. Zur Belüftung hier drin in diesem Schrank ist natürlich die Belüftung nicht ganz optimal. Wir haben hier eine Abwärme, die sich dann ein bisschen staut. Aber hier zusätzlich Lüfter reinzumachen, wird natürlich schwierig. Aber ich denke, zum größten Teil läuft das Gerät einwandfrei. Ja, so sieht ein moderner Kompressorkühlschrank original in einem ursprünglichen Zustand eines Kühlschranks aus. Hier mache ich euch ein anderes Video über einen Kühlschrank und hier ein Video 46F. Ich wünsche euch einen schönen Tag.